kommt der morgendliche Husten vielleicht gar nicht von der Ziege, sondern eher vom Schimmel neben dem Bett? Kannst du deinen Kater nicht ausschlafen wegen dem Baulärm vor deinem Zimmer? All das könnten mietrechtliche Mängel sein. Als Mieterin oder Mieter kannst du verlangen, dass die in Ordnung gebracht werden. Bis die Mängel behoben sind, muss der Vermieter runter mit der Miete. Doch vorher müssen wir mal noch ein paar Mythen rund um Mietmängel klären. Ein altmodischer Spannteppich oder eine 70er-Jahr-Tapete schafft es jetzt vielleicht nicht gerade ins Hochglanzmagazin für Innenarchitektur. Gilt aber auch nicht als Mangel. Auch nicht, wenn der Tumblr mal für einen Tag den Geist aufgibt. Ein Mangel ist es erst, wenn du dein Zuhause nicht mehr versprochen nutzen kannst. Wenn du z.B. Schimmel in der Dusche hast, meldest du das so schnell wie möglich der Vermieterschaft. Reagieren sie nicht, schickst du einen eingeschriebenen Brief. Wichtig ist zu beschreiben, wieso dich der Mangel stört. Das musst du aber beweisen können, z.B. mit einem Foto oder einer Audioaufnahme. Tönt es den Sommer durch sofort im Küchenfenster und du reklamierst, winkt der Vermieter vermutlich ab. Er hat ja schliesslich keinen Einfluss darauf. Hier ist das Mietrecht aber auf deiner Seite. Vermieter müssen die Miete reduzieren, auch wenn sie keine Verschuldung am Mangel haben.